Wir warten noch ein bisschen kurz, dass ein paar Leute reinkommen. Alter, geht das schon gut los hier. Ey, es war wirklich ein Tag. Gerade nach Hause gekommen. Heute Morgen noch in Düsseldorf. Und ich habe gedacht, ich komme mal kurz live hier. Können ein bisschen quatschen. Michael, hallo. Wer ist denn alles hier? Ach geil, habt ihr den Song schon gehört? Ach. Boah, da kommen so viele Leute. Das ist ja Wahnsinn. So, jetzt muss ich hier mal selber gucken. Ich bin nicht der Profi in diesem Live-Dings. Eieieiei. Aber, ich möchte natürlich nachher noch jemanden dazu nehmen. Oh, da gibt's auch Fragen. Ey, wie viele Updates gab's denn hier? Oh, okay, hier, annehmen. Gott, ich check's nicht mehr. Schatz, du weißt, wie das geht, oder? Ich weiß gar nicht. Ja, du weißt auch nicht. Ach, Gott, okay, jetzt hab ich's. Okay, ich drück mal drauf. Das ist so schlimm. So, Leute. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier auf Annehmen gedrückt. Wie geht's ja, euch? So, Susi ist dein größter Fan. Ey, wir sind so schlecht, Luca, ne? Ich kann ich das hab's nicht. Aber direkt gefunden. Das da war schwierig. So ein Dingenszeichen mit Plus und dann konnte ich eine Anfrage schicken. Hallo erstmal zusammen. Du hast das perfekt gemacht. Ja. Gut. Wie geht's dir, Sarah? Geht's dir gut? Ihr wart einkaufen, ne? Mir auch gut. Das war ein bisschen. Ich weiß alles. Ich war wirklich vorhin gerade einkaufen. Ja, du weißt Bescheid. Heute Morgen noch in Düsseldorf. Ja, du warst jetzt die letzten Tage vor China unterwegs, ne? Hab ich gesehen. Ja, irgendwie gerade nur am Rumrennen. Jetzt bin ich auch froh, dass wir kurz irgendwie. Aber jetzt seid ihr in der Schweiz, nicht in Köln, ne? In der Schweiz, warte, hier. Ja, im Grünen. So schön, Luca, ich schwör's. Ja. Im Grünen. Weiß, du weißt ja jetzt voll Bescheid. Ich bin der größte Schweiz-Fan, wirklich. Unfassbar. Oh, ich war neidisch, als ihr da in diesem Verzaskatal wart, ihr auch, oder? Ja. Wo Julian doch noch runtergesprungen ist. Ascona warst du, glaube ich, auch schon, ne? Das ist unser Favorite. Das ist einfach so, ist eigentlich wie in Italien, aber du bist irgendwie noch in Schweiz. Es war mega, mega schön. Ja. Ach, schön. Ja. Ey, ja, unsere Nummer ist aber ich habe richtig tolles Feedback schon bekommen. Also von euch, Leute. Deswegen, wir freuen uns richtig über euer Feedback. Mega. Also Leute, wirklich vielen Dank. Und schreibt auch gerne nochmal kurz hier rein, wie ihr den Song findet, ob ihr ihn schon gehört habt. Unbedingt rein. Also wer ihn noch nicht gehört hat, der muss unbedingt reinhören. Ich finde, das macht richtig Sommerlaune. Jetzt gerade, es soll jetzt wirklich 40 Grad werden auch, ne? Also 38, 39 Grad, das passt voll. Krass, also Song hören, ein bisschen baden gehen. Deine Bonita in Arm nehmen. Nee, das ist geil. Bonita. Ja, meine liegt gerade im Bett, ist der ist so zu heiß? Warm, ey. Ja, es ist, es ist, glaube ich, noch so 30 Grad, aber bei Christina ist immer so, wenn es zu heiß wird, dann wird ihr schwindelig. Und Schlafzimmer ist gerade der kühlste Raum. Deswegen, aber das ist ja schön. Hey, und Video haben wir auch gedreht. Das Video ist auch mega richtig geil geworden. Ich bin ein richtig großer Fan davon. Ich finde es mega schön. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, aber das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Ist jetzt natürlich auf YouTube, oder? Alles ist da. Ich gucke da mal, ob jemand vielleicht eine Frage hat. Dass ich sehe hier, der Song ist toll. Was kommt denn hier noch? Ui. Oh, ich komme ganz viel hier. Folgen. Es ist vor allem krass, wie viele Leute das da gerade schreiben. Ich blicke da gar nicht mehr durch. Das hat sich alles abgedatet. Sarah, wir müssen mal so einen Crashkurs machen. Also wir können ja sagen, wir haben vorhin noch kurz miteinander telefoniert und gequatscht. Wie kommt der andere jetzt? Wie funktioniert das nochmal? Oh Gott. Ja, wir sind einfach die Geilsten. Anders kann ich auch mal nach den Fragen, weil ich sehe auch hier, guck mal, hier fragt jemand, wie seid ihr auf die Idee gekommen, gemeinsam einen Song zu bringen? Ja. Also wir hatten ja schon mal diesen einen Auftritt zusammen bei Verstehen Sie Spaß.
Und ich fand so ab da, also ich kann nur von mir sprechen, ich fand, das hat irgendwie schon da mega gut zusammengepasst. Und dann hatten wir irgendwie noch diese Nummer so halb rumliegen. Also Marbonita haben wir schon so ein bisschen vorher angefangen zu schreiben. Der war aber noch nicht ganz fertig. Und ich habe mir dann so ein bisschen gedacht, ey, das würde eigentlich mega mit dir zusammenpassen. Ich weiß noch, wo du mir den Song vorgespielt hast. Das erste Mal, da war ich ja gerade ganz frisch schwanger. Und dann, wo wir gesagt haben, boah, das könnte eigentlich voll geil sein, da habe ich mich natürlich gar nicht nach Bonita gefühlt. Da habe ich mich eher wie Walross gefühlt, ne? Aber das hat halt echt gut gepasst, auch zum Sommer hin und so. Von daher, ich fand das mega geil, dass du auch mich gefragt hast, weil ich finde den Song cool. Ja, aber ganz ehrlich, hat man nichts mehr aber du gesehen. weißt ja, wie wir Frauen sind, ne? Wir haben immer irgendwas an uns auszusetzen. Ja, aber auf jeden Fall nachholen. Ich dann auch. Treffen wir am besten. Das müssen wir nachholen und jetzt haben wir uns ein bisschen gesehen. Wir kommen zu euch am besten in die wie Schweiz. Bitte, das ist schöner als hier. Das fänden wir aber sowas von schön. Also ihr seid herzlich eingeladen immer. Nein, aber das war jetzt schön, dass wir uns gesehen haben und jetzt sicher auch öfters. Also, ja. Sie hat immer wieder gesagt, ah, ja doch, ich glaube, jetzt sehen wir uns am Samstag. Ah nee, geht doch nicht. Da war immer wieder ihr habt ja auch viel. So, deswegen, das muss immer so, es ist halt schwierig, was zu finden, aber ich glaube, wir kriegen es irgendwann schon hin. Am Sonntag sehen wir uns auf jeden Fall. Ja. Stimmt, auch das ist ja... Ich fliege ja morgen schon wieder weg. Kommt Christina mit? Wie bitte? Nee, schade. Christina kommt nicht mit. Ja, wir haben gedacht, weil es ist ja wirklich so hin und zurück. Genau. Ja. Aber ich freue mich, hey, Fernsehgarten, unser erster Auftritt. Also Leute, schaltet auf jeden Fall alle ein im ZDF. Das wird geil, Sonntag. Ich muss dein Outfit und deine Schuhe mitnehmen, habe ich heute gekriegt. Weil die Panik bekommen, weil die Josie hatte mir geschrieben, ja, denk an dein Outfit, ne? Und ich so, scheiße, wo ist das nochmal? Das hatte dein Bruder mitgenommen gehabt, ne? Dürre kam heute, Achtung, also hier habe ich aufgehängt, das ist klein, und unten sind noch die Schuhe drin von Sarah. Wenn bitte du das mitnehmen. Nicht mitbringst, habe ich nichts zu anziehen. Nein, nimm nochmal was mit, aber... Aber ich nehme es mit, ich nehme es auf jeden Fall mit. Ja. Ach Gott. Ja, hey, schön. Also Leute, ey, zieht euch auf jeden Fall mal Bonita rein. Würde uns mega freuen. Danke fürs Feedback schon mal. Streamt das Ding so oft ihr Schaut könnt. Schaut euch auf jeden Fall das Video an. Genau. Und am besten so oft hören, wie nur geht. Glaubt mir, das macht richtig gute Laune. Gerade wenn die Sonne so schön rauskommt, im Auto richtig laut aufdrehen, dass die Nachbarn sich beschweren. Dann feiern wir dann den Song. Ja, das machen wir. Ja, geil. Ich schmeiße jetzt den Grill an. Weißt du, was wir gemacht haben heute? Wir haben vorgenommen, wir essen nur Salat. Also haben wir Salat gegessen, dann haben wir danach aber 5 Kugeln Eis gegessen. Also rate mal, wie gut sich der Salat gelohnt hat. Gar nicht. Ja, muss auch mega. Mal sein. Ja, ihr habt doch recht. Ein bisschen genießen. Freue mich. Dann bestell deiner Frau liebe Grüße, ne? Mach ich. Schatz, liebe Grüße. Danke.
Ich habe den Überblick nicht. Bekomme ich auch eine Autogrammadresse von dir? Genau, einfach schreiben, Uetendorf, Schweiz. Und dann kommt das Ding an. Sommersong 2022. Ja, das würde uns natürlich mega freuen. Also, gebt Gas. Wir haben alles reingesteckt, was wir können. Das ist immer so mit einem Song. Man erarbeitet alles und dann lässt man irgendwie los und man hofft einfach, dass es den Leuten gefällt. Also, wir wünschen einfach Spaß damit. Genau, genießt es. Ich probiere jetzt diesen Streamer zu speichern. Ja, probiere das. Also, Leute, ich schmeiße jetzt den Grill an. Ich habe echt Hunger. Mach ein Bierchen auf und ihr seid einfach die Besten. Ich habe euch sowas von lieb. Vielen Dank für die ganze Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.